dritter Nachhaltigkeitsdialog und zum zweiten Mal hier im Heimathafen zu einer intensiven Diskussion, zu einem intensiven Haben über die Mobilität von morgen. Schöne Baumalleen, schöne Häuser, hier und da auch Menschen unterwegs und ansonsten nur Blech. Und das zeigt sehr gut, wie wir in dieser Stadt ein Verkehrsproblem haben, das wir in irgendeiner Form lösen müssen. Sondern es geht auch darum, dass die Luftschadstoffsituation gerade hier in der Innenstadt deutlich verbessert wird. Das ist ein dringendes To-Do. Da ist die Citybahn, da ist der Radverkehr zu stärken, aber da müssen wir uns auch um den Fußgängerverkehr viel stärker noch beschäftigen. Er ist einer der visionärsten Mobilitätsexperten Deutschlands, das kann man mit Fug und Recht so sagen. Und ich begrüße ganz herzlich Martin Randelhoff. Der Verkehrssektor ist der einzige Sektor in Deutschland, der es nicht schafft, seine CO2-Emissionen bzw. die Treibhausgasemissionen nachhaltig zu reduzieren. Zukunft der Mobilität ist etwas, was vor Ort gestaltet wird. Das kommt aus der lokalen Bevölkerung heraus, kommt der Impuls, kommt die Forderung, okay, so wollen wir in Zukunft leben, so wollen wir vor unserer Haustür die Straße haben. Wo sind wir bereit, irgendwie einen Cut zu machen? Wo sind wir bereit, vielleicht auch was persönlich abzugeben? Wo sind wir bereit, auch zum Beispiel Stellfläche abzugeben, umzubauen, neu zu bauen, ganz andere Dinge neu zu denken? Und wie gesagt, Wiesbaden ist ja die zweitgrößte Stadt Deutschlands ohne Stadtbahn. Münster ist die größte, die denken gerade drüber nach, ob sie eine bauen. Und sie haben einen großen, großen Vorteil. Jeder Straßenbahn- und Stadtbahn-Neubau ist bisher immer vor allem daran gescheitert, dass die Betriebshöfe so verdammt teuer sind. Sie haben die große Chance mit den Mainzern zusammen. Sie sparen sich das. Und das ist, glaube ich, eine einmalige Chance, die es so in Deutschland nicht nochmal gibt. Und die sollten sie auch nutzen. Bevor Sie Fragen stellen können, eine Frage. Verkehrswende muss also wehtun. Ich weiß nicht, ob es wehtun muss, wenn man es tatsächlich gelingt, es mit den Menschen zu entscheiden. Ich sag mal, wenn wir die Chance hätten, 290.000 Wiesbadenern den Vortrag zukommen zu lassen und einfach auch nochmal erklärt, wie sich Stadt weiterentwickelt. Wir sind ja gerade in einem sehr umfangreichen Prozess, WISEC 2030 Plus, an dessen Ende neuer Flächennutzungsplan und auch ein neuer Verkehrsentwicklungsplan steht. Ich finde es in dieser Stadt unerträglich. Die Luft ist schlecht, die Autofahrer benehmen sich wie... Ich sage das Wort nicht. Es ist wirklich furchtbar. Wir dürfen gegen die Einbahnstraßen radeln. Machen Sie das mal. Ich sterbe jedes Mal so einen kleinen Tod, wenn ich mit diesem Kind hinten drauf durch die Stadt rolle. Und sei es nur auf dem schnellsten Weg raus, um irgendwo eine Fahrradtour zu machen. Es ist eine Zumutung. Es geht nicht. Und das Einzige, was ich wahrnehmbar an Umgestaltung sehe, ist der Neubau eines SUV-kompatiblen Parkhauses, nämlich des Cooling-Parkhauses. Ich glaube, es geht wirklich so um Bewusstseinswandel und wir werden darüber streiten müssen in dieser Stadt. Die Stadt, die wir heute haben, auch wenn wir sie 20 Jahre weiterdenken, sie ist zu 95% gebaut. Wir werden nicht Straßenzüge abreißen, um anderen neuen Verkehrsmitteln mehr Raum zu geben, sondern wir werden den Raum, den wir zur Verfügung haben, intelligenter aufteilen müssen. Die Citybahn mit der Verbindung Ahrtalbahn-Reaktivierung wird uns da erhebliche Entlastungen bringen. Das ist natürlich nicht die alleinige Lösung. Ich wollte aber noch mal darauf aufmerksam machen, wir sind alle Fußgänger auch. Und der Fußverkehr ist etwas ganz Entscheidendes für das Wohlfühlen in einer Stadt. Und dafür brauche ich aber auch Fußwege, die nicht belegt sind von Autos, die dort parken, und zwar auf Dauerparken, Beispiel Theodor-Heuss-Ring oder der erste Ring. Aber es wäre ganz wichtig, dass Stadtverantwortliche mal öfter in der Öffentlichkeit, in den Zeitungen und so weiter sagen, wir wollen Fahrradfahrer in dieser Stadt. Der Input war, glaube ich, sehr intensiv. Wir nehmen einiges mit. Verkehrswende tut weh. Wir müssen unseren Lebensstil hinterfragen. Der Erfolg steht und fällt mit den Bürgermeistern. Die Radwege-Thematik ist auf dem Schirm. Es wird schwieriger für die Pkw-Halter, auch was den Parkraum betrifft. Dieser Nachhaltigkeitsdialog war das Zeichen. Es wird in den Bürgerdialog getreten. Es tut weh, aber gemeinsam ein bisschen weniger. Dankeschön fürs Kommen. Tschüss.